Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, von und mit Tex. Ja, wir sind hier vor dieser großen Schatztruhe stehen geblieben und wir wollen gleich mal reinschauen, was verschlossen. Brauchen wir einen großen Schlüssel wohl dazu? Gut, meine Hoffnung, das Item, oder ich glaube zumindest, dass es das Dungeon-Item ist, das ich da bekomme. Die wurde mir gerade eben zerstört, aber... kann ich dich töten? Ja, ich kann dich töten. Zack, na komm schon. Zack, dich krieg ich. Du versperrst mir jetzt den Weg leider, deswegen muss ich dich... Der will aber auch nicht sterben, oder? Habe ich so das Gefühl. Stechen? Eieiei. Versuch's jetzt noch ein, zwei Mal. Ach, er ist doch gestorben. Okay, mit dem Gegner brauche ich mich auf jeden Fall nicht mehr anlegen. Das ist auf jeden Fall nicht wert. Juhu. Ich hier was von Link, ich bin es, Sarala. Spürst du die Steine? Ich kann telepathisch in Verbindung mit dir treten. Ich habe einen Rat. Der Schatz, der in diesem Palast versteckt ist, kann dir helfen, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Oh, das ist gut. Nur habe ich leider noch nicht den Schlüssel dazu. Ich glaube, von hier komme ich her. Ich weiß nicht, es ist schon ein Weilchen her, seit ich dann das letzte Mal gespielt habe. Deswegen kenne ich mich gerade auch überhaupt nicht aus. Und okay, ja, brauche ich einen großen Schlüssel dazu. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, gut, da war ein Herz, das habe ich gebraucht. Sieht bisher nicht schlecht aus. Schauen wir mal, wo wir da unten hinkommen. Ansonsten, oh, ich wollte gerade sagen, nein, habe ich nicht hier die Karte? Hier habe ich die Karte. Ja, in dem Raum war ich noch nicht und ich kann dann links in den Raum weitergehen auf jeden Fall. Ich kann gar nicht mich auf der Karte bewegen. Naja, egal. Und mir fällt gerade auf, ich möchte keine Bomben. Sondern, geht das? Geht die Viecher? Nein, kann ich nicht schlagen. So, aber die kann ich schlagen. Und ich glaube, das nimmt mir auch... Uiuiui. Okay, schnell da rein und hoffen, dass ich irgendwie Herzen bekomme. Ja, bekomme ich sogar. Oh, ich bekomme sogar viele Herzen. So, das möchte ich auf dich schmeißen. Das möchte ich auch auf die schmeißen. Und ja, ich hätte auch, wobei, wenn ich auch schon die Möglichkeit habe, dann kann ich meine Lampe hier auch verwenden. Dann, ah nee, ich habe gar nichts, womit ich das anleuchten könnte, fällt mir gerade auf. Deswegen bringt das mir gar nicht so viel. Oh, da habe ich einen Schlüssel gefunden. Hat sich also doch gelohnt, hier alles kaputt zu machen. Okay, ja, das Kratzen, was übrigens seit letzter Folge irgendwie ist, dann gehen wir mal da rein. Konnte ich irgendwie nicht beheben. Ich habe mal geguckt, man hat ja auch in der Game Boy Advance Version nebenbei... jetzt bin ich noch. Nee, kann ich nicht kaputt machen. Okay, man hat ja neben der Game Boy Advance Version noch die Four Swords Version, die man spielen könnte. Und ja, auch im Intro und Teile, die mit der Four Swords Version übereinstimmen, war das... Oh, so geht er ganz schnell kaputt. War das Ganze nicht so komisch. Ich weiß nicht warum. So, für euch hätte ich auch gerne meine Vasen behalten. Aber gut, solange ihr in der Ecke seid, seid ihr auch kein Problem. Die Frage ist jetzt, jetzt gehen die auch auseinander und... Aha, da ist die Schatztruhe mit dem großen Schlüssel. Gut. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, was vorher klein war. Okay. Will ich da hoch? Will ich das? Kann ich das? Ja, kann ich. Oh! Autsch. Ob das wirklich so eine schlaue Idee war, weiß ich noch nicht. Naja, schauen wir einfach mal. Gut möglich, dass das doch eine nicht so schlaue Idee war. Jetzt... Ja, okay, warte. Dich kriege ich jetzt auf jeden Fall klein. Und zwar, wenn du nochmal aufwachst. Zack. So, wunderbar. Ja, was mache ich? Ich wollte eigentlich rollen. Das kann ich aber hier, glaube ich, gar nicht. Ich möchte dann kurz aber auf jeden Fall wieder meinen Bumerang ausrüsten. Komm her, komm her. Na? So. Jetzt ist er auch auf jeden Fall tot. Manche alle Gegner töten. Vielleicht bringt das ja was. Na? So. Zack. Komm. Komm schon, komm. Ich krieg dich noch in die Ecke und dann kannst du gar nichts mehr. So, und noch einmal. Perfekt. Na, hat's wohl nichts. Oh, wobei ich... Warte mal.
Kann ich den großen Schlüssel immer noch verwenden? Ja, ich kann ihn immer noch verwenden. Ah, und ich habe den Bogen gefunden. Ja, damit kann ich Pfeile verschießen, solange der Vorrat reicht. Okay. So, gut. Warum kommen da Köpfe? Ich mag das nicht. Wo sind die Körperteile? Körper? Wo ist der Körper dazu? Okay, ist anscheinend schon weg. Möchte ich jetzt mich da reinbegeben? Ich weiß nicht. Gucken wir erstmal, was da drin ist. Das ist mir gerade aufgefallen. Da kann ich ja reinspringen. Oh, das war auf jeden Fall eine gute Idee. Und wenn ich mich nicht irre. Zack. Na komm. Kann ich die nicht in eine Flasche? Nein. Geht offensichtlich nicht, dass ich die hier in die Flasche einsammeln kann. Okay. Ich werde wahrscheinlich wohl den Bogen brauchen für diesen Boss. Ich vermute mal, dass der Boss da schon ist. Oh. Naja, das kann ich noch gut so kaputt machen. Das auch, das auch. Ja, ich weiß, warum ich die... komm, warte. Machen wir erstmal hier helle. Ja, so, es müsste reichen. Und, ja, Pfeil und Bogen. Komm, wacht auf. So. Nein, verfehlt. Wach auf. Wach auf, bitte. Eieiei, hab getroffen, aber es hat ordentlich mir abgezogen. Oh, das war auch knapp. Ich muss mir die Verzögerung merken, die der Pfeil und Bogen hat, weil er schießt nicht sofort. Okay, zack. War offensichtlich doch noch nicht der Boss, aber auf jeden Fall haben wir eine Tür und eine Tür, die nicht verschlossen ist. Dann gehen wir erstmal in die unverschlossene und schauen, was wir da haben. Auf jeden Fall eine Menge Rubine. Sind die es wert? Ui, ui. Komm schon, komm schon, komm schon. Sie sind es bestimmt wert, aber ich möchte das ohne Leben zu verlieren schaffen. Und das habe ich auch getan. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir uns Richtung Boss bewegen. Ich glaube, vielleicht mache ich doch nochmal das hier an. Just in case. Und gehen hier rein. Wobei, geht es hier auch wirklich schon zum Boss? Nein, ich bin erstmal im ersten Stock gelandet. Hier sind nur 5 Pfeile. Und hier auch. Kann ich die eigentlich kaputt schmeißen? Nein, soll ich auch nicht riskieren. Okay. Nein, nochmal anschalten. So, jetzt kann ich durch. Ah ja, hier brauche ich meine Pfeile. Wobei das teilweise auch so geht. Wow, wunderbar. Okay, hier ist nichts. Ich muss die gerade mal von hier wegklappen, weil dann spare ich ein paar Pfeile. So. Ah, okay. Ist wohl nichts draus geworden. Ein Pfeil sparen. Nein. Nein, oh wow, das war knapp. So, wach auf. Okay, da habe ich einen Schalter aktiviert. Interessant. Ich habe schon gesehen, dass die komisch aussehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es ein Schalter ist. Okay, nochmal aktivieren. So, und jetzt da rein. Ah, okay. Da schießt es rum. Okay, okay. Achso, das sind auch wieder Schalter. Einer von denen. Ist der Schalter? Nein. Ui. Das hier? Ja, Schalter gefunden. Eieiei, das war aber unnötig. So, jetzt möchte ich gerade wieder das nutzen, um den hier fertig zu... nicht getroffen, meine Güte. So, guck, schau mich an, schau mich an. Nein, nicht getroffen, das war nicht so toll. Zack, wach auf und... falsche Taste, hups. Na, hat auch nicht mehr gezählt. So. Zack, 2 Schüsse. Gut. Zack. Und, ups, falsche Richtung. So, wunderbar. Dann ist da wahrscheinlich der Boss. Uiuiui. Okay. Ich meine, wenn da schon ziemlich der Boden beschriftet wird, in Form von, hey, hier kommt gleich der Boss, dann ist das schon ein bisschen verdächtig. Ja, das bringt überhaupt nichts. Ui, das war ganz schön knapp. Komm schon. Zack, zack, zack. So, wunderbar. Kriege ich noch? Ja, ich krieg noch Leben. Das ist wunderbar. So, das mache ich jetzt aber auch noch kurz kaputt. Vielleicht verbirgt sich da was Tolles. Nein. Ah, da... Oh. Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich der Boss. Okay. Mit dem Schwert schlagen? Ja, funktioniert. Zack. Zack, zack. Nicht möglichst... Kann ich die? Ja, ich kann sie auch so schlagen. Okay. Uiuiui. Hä? Nein, nicht getroffen, aber so geht das. Oh ja.
Das ist eine ziemlich gute Taktik, wenn man auch genug Pfeile hat. Zack, zack, zack. So. Genau dazwischen. Oh, ich bin so ein Held. Zack, zack, zack. Hep. So, oh, jetzt der letzte Böse. Eieiei. Wow. Und das war natürlich mein Antivirus-Programm. Diesmal habe ich aber das Ganze so eingestellt, dass mein Spiel kurz pausiert, während sich irgendwas Bescheuertes meldet. Aua, habe ich getroffen? Nein. Eieiei, das könnte böse werden. Oh, ich treffe ihn aber so jetzt auch nicht mehr. Uiuiui, hör mir auf. Kann ich nicht irgendwie die Zeit verlangsamen? Nein, offensichtlich nicht. Ja, ich sollte aber auch in die richtige Richtung schießen. Na, warte. Ich habe eine Idee. Nein, daneben. Ach, getroffen. Gut, okay. Na, ah, ich habe aber keine Pfeile mehr. Oh, das war gut. Und? Nein. Ja. Oh. Ja, gut getroffen. Und? So. Und? Weiter. Eieieiei. Ach, geschafft. Gott sei Dank. Das war ganz schön knapp. Juhu! Wir haben Dins Amulett. War es Dins Amulett? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist viel zu lang her. Aber wir haben den ersten Boss besiegt. Den ersten Dungeon absolviert. Amulett des Mutes. Das war's. Okay. Okay. Bringen wir es nach Saras. Zu Sarasrala. Zurück, ja. Ja, jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Gut. Juhu, das war cool. Okay, dann gehen wir mal zurück. Euch, ja, muss ich eigentlich gar nicht töten, aber jetzt dadurch, dass du aufgewacht bist, übernehme ich kurz den Part. Und ansonsten, ja, gehen wir mal. Ja, komm. Wir wollen dich erlösen. Und stirb. Nach viermal. Ach so, ich dachte, es ist noch dreimal. Gut, schauen wir mal kurz. Karte kriege ich. Wo ist hier? Steht da irgendwo hin, wo wir direkt hin müssen, weil ich habe es, glaube ich, schon fast vergessen. Nee, nur wo das zweite Amulett ist, das dritte und das Masterschwert. Gut, dann gehen wir einfach weiter und lassen uns nicht von irgendwelchen komischen Gegnern abhalten. Was mir aber auch auffällt, ist, es gibt hier, glaube ich, keine Herzteile in dem Spiel. Fällt mir erst jetzt auf, oder erst jetzt wieder auf. Okay, so lang. Oh, das war ein komischer Gegner. Uiuiui. Okay, zack. Na, komm. Zack, wunderbar. Die Frage ist ja, bin ich richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ne, komm. Wobei, ja, rechts kann ich wahrscheinlich nicht wirklich lang. Deswegen hier unten. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. War das nicht der Dorfälteste in Kakariko? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe auch gerade den richtigen Weg. Nur Kakariko ist da und ich muss... So. Ja, irgendwie werde ich schon hinkommen, denke ich mal. Einfach machen. Ah, hier kann ich übrigens auch noch da mal vielleicht nach einem neuen Herz suchen. Wunderbar. So, komme ich hier durch. Ich habe es fast bezweifelt. Und meine Bezweiflung hat sich bestätigt. Das muss ich gar nicht kaputt machen. Ich habe volle Magie und ich habe volle Herzen. Und wir planschen mal ein bisschen rum. Nein, wir müssen... komm. Super. Komm. Zack. Und zack. Zack. Oh, da lebt ja noch. Eieiei. Aua. So, du bist tot. Und ich habe auch einen Bogen. Wenn ich den... Kann ich das? Ja, es wird ab. Okay. Ah, ich habe keine Pfeile, deswegen ist so, aber vielleicht gibt er mir Pfeile danach. Nein, tut er nicht. Das kann ich nicht kaputt machen, okay. Ja gut, dann hier wieder erstmal für Herzen sammeln. Nein, und hier ist auch nichts. Ich habe mit 500 Rubinen, glaube ich, echt eine gute Basis geschaffen, dass ich für die nächste Zeit nichts... ein Herz. An Rubinen sammeln muss. So, gehen wir mal so hin und machen den hier. Na, komm. Ach, Mann. Okay, immerhin, jetzt wieder voll. Okay. Hat mich gerade mal an Diminish Cap mal wieder erinnert. Deswegen, ich dachte, ich könnte da kurz drauf springen. Okay. Oh, da hat mich schon wieder mal... Da hat mich doch schon mal was zum Explodieren gebracht. Heieiei, okay. Hier ist offensichtlich nichts. Na, komm. Aua. So.
annähernd wieder auf volle Energie. Oh. Na komm. Zack. Das sieht fast schon nach einem Pfeil nach unten aus. Wobei, war ich hier schon mal? Doch, war da nicht die Hexe? Eieiei, ich hab's echt zu lange nicht gespielt. Nee, keine Hexe. Nur Verwirrung. Oh! Ist das Tingle? Okay. Das war interessant. Okay. Das sollte ich mir vielleicht merken. Ich weiß nicht, was das genau bezweckt, aber es ist gut zu wissen, dass hier schon mal so etwas überhaupt da ist. So, ich sollte nichtsdestotrotz doch mal auf die Karte gucken. Ja, nach Kakariko ist es nicht mehr weit. Und dann könnte ich auch theoretisch schon fast das Amulett der Weisheit. Ich glaube, da ist es das der Stärke, weil Rot steht für Stärke und Weiß steht, Blau steht für Weisheit. So, jetzt muss ich nur noch hier irgendwie drüber kommen und dann bin ich praktisch schon in Kakariko. Da ist nur so ein Haus mit einer Feder. Sieht verdächtig aus. Sollten wir vielleicht kurz mal besuchen. Buch auf einem Regal. Erinnert mich wieder mal ein bisschen an den Minish Cap, aber das lassen wir jetzt einfach mal da rumstehen, weil wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie vorwärts kommen. Und ich hoffe, ich komme da wirklich. Ja, ich bin in Kakariko. Wunderbar. Oh, und die Musik. Ich bin froh, wieder hier zu sein. War nicht hier. Oh, mein Sohn, der gerne Flöte spielt, ist doch lang her. Goldene Macht. Ich glaube, ich bin falsch. Ja, das war der Besoffene. Oh, okay. Dann. Oh, wo war nochmal Sharina oder Sharalila? Hier? Nein. Hier war definitiv sie nicht. Ich habe kurz nachgedacht, ob ich was bräuchte, aber ist nicht der Fall. Was hier? Nein, das ist nur. Hä? Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Ich bin wohl durch die Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann in diesem Moment das sowieso nicht gebrauchen. Hustus. Und ich habe ein Schmetterlingsnetz erhalten. Geliehen. Damit kann ich manches einfach. Ah, damit könnte ich jetzt sicherlich die Feen in meine Flaschen rein tun. Naja, das war er. Hallo Link, ich weiß, dass endlich habe ich zugehört. Ich gehe da jetzt ein bisschen schnell durch, weil. Ach so, das ist wirklich die Story. Der Schatz der Zoras. Das müssten wir uns nochmal ansehen. Ich gehe da jetzt nur noch kurz mal im Schnelldurchlauf durch. Okay. Ich würde sagen, weil ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher bin, wohin ich muss, habe ich praktisch zwei Möglichkeiten. Ich gehe entweder da unten hin oder da hoch. Der Schatz der Zoras, das wird wahrscheinlich hier damit gemeint sein. Da oben ist auch noch ein kleines Häuschen. Ich weiß nicht, ob es das sein soll. Hm. Ich glaube, ich bin ein wenig desorientiert mittlerweile. Daher gehe ich jetzt einfach mal kurz gucken, ob ich da irgendwie südwärts ziehen kann zum Amulett der Weisheit, weil ich würde sagen einfach mal, oh, es gibt doch Herzteile. Ich würde sagen, das Amulett der Weisheit wird wahrscheinlich mein nächstes Amulett sein, das ich mir meinen eigenen nennen soll. Deswegen steuere ich da so langsam hin. Währenddessen gucke ich, wie weit ich komme, wenn ich nicht wirklich weit komme dahin oder es irgendwie noch zu früh ist, weil ich irgendwie doch was anderes machen muss. Ja, ich komme da definitiv nicht hin. Dann gehe ich mir mal kurz eine sichere Stelle aussuchen. So. Aha, er gibt Pfeile. Nein, gibt er nicht. Oh, da gibt es ja überhaupt nirgendwo eine sichere Stelle, wo ich kurz eine Abmoderation halten kann. Doch. Hier bei mir zu Hause kann ich hier meine Abmoderation halten. So, das war's von dieser Folge von Let's Play. Nein, jetzt, ja, nein, jetzt habe ich mich voll verlassen. Also, das war's von The Legend of Zelda Link to the Past. Der Gegner kommt gefährlich nahe mir und stört doch meine Abmoderation. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, dem Ganzen eine positive Bewertung geben oder mich in irgendeiner anderen Art unterstützen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir
weitergehen, wohin wir wirklich hin müssen und ich mehr Plan habe. Auf Wiederhören!